Jo, ich möchte euch ein bisschen was erzählen von einem Messtechnikerlebnis, was ich jetzt zuletzt auf Arbeit hatte. Ist ja schon ein paar Tage alt, aber es ändert nichts daran, dass es irgendwie ziemlich komisch war. Und zwar würde ich euch ein bisschen gerne davon erzählen, was ich da für eine Messung an einem SPI-Bus gemacht habe. Und wenn Interesse besteht, würde ich vorher noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was das eigentlich ist und wie es funktioniert. Und würde dann halt noch ein bisschen auf die Messtechnik eingehen, die da an der Stelle Probleme gemacht hat. Ja, weiß ich, sagt keiner was, also erzähle ich auch was zur SPI. Ja, SPI ist eigentlich ein Bus, mit dem man einen Mikrocontroller mit seiner Peripherie oder mit anderen Controllern verbinden kann. Das ist typischerweise ein Bus, den setzt man lokal auf eine Platine ein, der kommt selten aus dem Gerät raus. Es ist ein serieller Bus und ein synchroner Bus, das heißt nur eine Datenleitung und man hat einen Kontakt. Typischerweise braucht man drei Leitungen, um SPI machen zu können, eine vierte, damit es irgendwie wirklich sinnvoll funktioniert. Und zwar einmal Serial Clock als Taktgeber für die Datenübertragung, MOSI und MISO, also Master Out, Slave In und Master In, Slave Out. Und irgendwie einen Chip Select, SS, Slave Select in dem Fall. Genau. Man kann sich SPI so ein bisschen so vorstellen wie zwei Schieberegister. Wenn wir hier auf der rechten Seite in dem Bild haben wir links den Master, also denjenigen, der das SPI kontrolliert, und auf der anderen Seite den Slave, der halt mitmachen muss. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie halt zwei Schieberegister, jetzt hier achtbittig dargestellt, ist auch die typische Anwendung. Und man taktet jetzt an diesen Schieberegistern so lange rum, bis man einfach die Inhalte der beiden Register ausgetauscht hat. Das heißt, man taktet auf der Master-Seite immer ein Bit raus und das taktet man auf der Slave-Seite rein und auf der Slave-Seite ein Bit raus und das taktet man auf der Master-Seite rein. Nur, dass man halt die beiden Schieberegister nicht innerhalb eines Käfers hat, nicht in einem IC, sondern halt in zwei unterschiedlichen Bauteilen versteckt. Ja, und in diesem Fall, nach 8 Taktzyklen, hätte man dann halt die Inhalte der Schieberegister ausgetauscht und kann so schon mal bytewise orientierte Kommunikation machen. Und das auch relativ zügig. Und zwar kann man hier auch durchaus so Taktraten von, wenn man es einfach haben will, einigen Megahertz, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe macht, auch einigen 100 Megahertz erreichen. Das will man aber meistens nicht. Also einige Megahertz ist die typische Anwendung. Man kann jetzt von dieser Art der Kommunikation halt auch beliebige Abwandlungen bauen. Also man kann auch sagen, ich lese aus so einem Slave nur Daten aus. Dann gibt es halt kein Master Out oder ich lese nur oder gebe nur Daten aus, dann gibt es kein Master, kein Slave In, nein, kein Master In. Oder man sendet mehrere Bytes mit ersten Befehl und dann Daten. Oder man sendet ersten Befehl und liest dann Daten. Oder man sendet ersten Befehl, sendet Daten, liest dann oder wie auch immer man gerade möchte. Es kommt da ganz schön auf die Anwendung an. Ein Beispiel könnte sein, wir möchten einen EEPROM oder eine SD-Karte anbinden. SD-Karte kann im Einfachmodus auch SPI. Und letztendlich macht man das genau so. Da ist die Kommunikation auch immer so: Man selektiert die SD-Karte über diesen Slave Select und ja, schiebt ihr dann einen Befehl rein und sagt, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht noch eine Adresse, wenn man auf den Speicher zugreifen möchte und dann kann man Daten austauschen. Die Messungen, die ich jetzt zeigen möchte, sind entstanden, das ist ein Automotive-Controller, so wie er in Motorsteuergeräten läuft, zusammen mit einem EEPROM, so ein 25 irgendwas, wie es da vorne gezeichnet ist. Genau, und das war ein bisschen komisch. Und zwar, vielleicht mal kurz zurück, wenn man sich jetzt mal dieses Stückchen Schaltung anguckt, sieht man unten, das EEPROM hat irgendwie einmal VSS, also 0 Volt, und hat VCC, das sind typischerweise 3,3 Volt oder 5, je nach Logik. Es gibt hier keine negativen Spannungen. Also ist alles schön digital, einfache Welt, nichts Wildes. Jetzt habe ich hier diese Messung gemacht. Eigentlich bin ich abgerutscht. Ich wollte was ganz anderes messen. Habe aber dann irgendwie festgestellt, ich habe hier einen Pegel. Also das vorne ist die 1, das ist immer die 0 für das entsprechende Signal. Und ja, irgendwie ist das unterhalb von 0 Volt. Woher kommt diese negative Spannung? Kann eigentlich nicht sein. Das ist jetzt hier, ich glaube, der Master Out Slave In gewesen oder der Master In, ist im Prinzip egal. Was man hier sieht, ist, da sind so ein paar Byte Kommunikation, die da passieren.
paar Bit-Kommunikationen, die da passieren. Und hinten, wo es dann so hochläuft, naja, da ist die Kommunikation halt zu Ende und die Datenleitung hängt in der Luft und dann driftet die so langsam auf irgendeinen anderen Pegel. Das ist ganz legitim. Was nicht passt, ist, dass da irgendwie, naja, minus 1 Volt auf der Leitung sind. Weil das ist halt auch ein ernsthaftes Problem für so digitale Logik, negative Spannungen. Da fließen dann irgendwelche Ausgleichsströme und das macht die im Zweifelsfall kaputt. Ja gut, was habe ich mal gemacht? Ich habe mal nur die Versorgungsspannung gemessen. Man sieht jetzt unten im Messbereich für den Kanal 1 den Mittelwert, 3,3 Volt, das sieht super aus. Ich habe mal nur Masse gemessen, naja, minus 95, das ist eine Ungenauigkeit des Scopes im Prinzip. Also auch 0 Volt, woher kommt diese negative Spannung? Das EEPROM hat halt funktioniert, das war ein produktives Board, das war schon im Einsatz. Aber das Board hat an anderer Stelle negative Spannungen drauf und ich hatte irgendwie die Sorge, dass da alles kaputt ist, was man sich so irgendwie vorstellen kann. Naja, ich habe dann noch ein bisschen weitergesucht, habe noch ganz viele Messungen gemacht mit verschiedenen Szenarien, aber irgendwie war das alles ohne Ergebnis und es gab auch nicht wirklich einen Hinweis, was da eigentlich los ist und es funktionierte halt auch immer noch alles. Ja, dann bin ich mal einen Kaffee trinken gegangen und habe mir dann auf dem Rückweg so gedacht, Moment, wenn man so ein Oszilloskop hat, hat man da typischerweise so einen Tastkopf dran, so eine Probe. Und wenn man schneller messen möchte, haben die typischerweise ein Teilerverhältnis. Das ist halt eingebaut, weil dann kann man die im Prinzip schneller machen, kann man sich vorstellen. Im Bild sieht man jetzt auf der linken Seite oben, das ist quasi die Spitze des Tastkopfes. Da baut man einfach so einen Widerstand ein, diesen 9 Megaohm-Widerstand, der da drin ist. Weil man muss wissen, ganz rechts im Oszilloskop hat man immer einen Eingangswiderstand von 1 Megaohm. Das hat sich so als Standard herausgestellt. Hat unser Scope auch. Und der ist auch wirklich so fest eingebaut, wie er da steht. Aber gleichzeitig ist daneben auch noch so ein Kondensator, um die Eingangskapazität auch genau zu definieren. Und wenn man das Ganze jetzt ausgleichen möchte, braucht man so eine Kapazität auch vorne im Tastkopf, damit man nicht nur einen resistiven Spannungsteiler hat, sondern auch einen kapazitiven. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es auch noch so einen Abgleich-Kondensator typischerweise an den Probes vorne im Stecker. Haben unsere auch, weil der kleine Hinweis, wenn man mit unseren Probes mal misst und da kommen komische Dinge raus, gucken, ob die auch wirklich abgeglichen sind. Das kann man prüfen. Die Oszilloskope haben typischerweise alle einen Testausgang. Und das ist jetzt hier mal der Testausgang von dem Scope mit dem Tastkopf, der die negativen Spannungen gemessen hat. Und man sieht vorne im Bereich ist ganz kurz die Spannung wesentlich tiefer, als sie eigentlich wirklich ist. Und dann läuft sie auf den eigentlichen Endwert ein. Also alles gut. Naja, jetzt müssen wir mal auf die Zeiten gucken. Hier haben wir irgendwie 400 Mikrosekunden. In den anderen Bildern, weiß gar nicht, wie schnell waren wir da, 2 Mikrosekunden pro Einteilung auf dem Schirm. Also das hier vorne ist irgendwie Faktor 200 langsamer. Wir waren immer nur vorne in dieser allerersten Spitze, wo das unter 0 geht mit unserer Messung. Man sieht das halt nicht. Ich kann auch nochmal zurückgehen, dass das hochläuft, ja hinten da, wo die Kommunikation vorbei ist. Aber das war ein erwartetes Verhalten. Kurze Frage, warum sind das dann bei den anderen Impulsen die Flanken vernünftig dargestellt? Die sieht ja nicht falsch kompensiert aus. Ja, wir sind hier immer nur in einem ganz kurzen Teil dieser Überkompensation. Das heißt eigentlich... Die Amplitude ist eigentlich viel kleiner. Was hier passiert ist, wenn man so eine harte Flanke hat, ist kurzzeitig nur dieser kapazitive Spannungsteiler wirksam. Also die Kapazität vorne neben dem Widerstand und hinten im Scope. Und das Teilungsverhältnis dieses kapazitiven Spannungsteilers war anders als das Teilungsverhältnis des eigentlich resistiven. Und bei dem mächtigen Impuls, mit dem er hat, das alles zum Testen. Ja. Hast du ja quasi im Moment der Flanke des Sprungs, hast du ja eine größere Spannung, als du im stationären Zustand hast. Genau. Bei den Impulsen eben hattest du die nicht. Ja, genau genommen hat man das hier auch. Man sieht es nur nicht. Also eigentlich, diese Impulse, die jetzt unter 0 sind, laufen auch langsam hoch zu 0. Nur, wir sind ja halt 200 Mal schneller von der Darstellung her. Also wir haben hier pro Einteilung auf dem Schirm, man sieht die leider nicht so richtig schön, also wir haben 10 vertikale Teilungen auf dem Schirm und pro Teilung haben wir 2 Mikrosekunden jetzt. Und in der anderen Darstellung haben wir da 400 Mikrosekunden gehabt. Und den Überschwinge nach oben siehst du hier nicht? Den müsste man eigentlich auch sehen. Kann das von da vorne wer sehen, wie viel Volt wir haben? Wenn ich das richtig sehe, sind das 4.
Also sind wir. Also wir haben, wie viele Teilungen das Signal größer ist als die 0? Das ist, hier ist die 0, auf dieser Teilung, da ist 0 Volt, auf Kanal 1. Also muss ich vorstellen, dass das Scope hat 4 Kanäle, also 1, 2, 3, 4, wenn man die hier alle hat. Die kann man auf verschiedene Level legen, wo die 0 liegt. Das heißt, hier ist 0 Volt für dieses Signal, dann ist hier 2 Volt, ja, 3,5, also nach oben hin passt das sogar halbwegs. Das macht die ganze Sache hier noch ein bisschen obskurer, ja. So. Aber eigentlich müsste das Überspringen zu beiden Seiten bleiben. Eigentlich sagt, die müssten oben abklingen, unten abklingen. Ja, gebe ich dir recht, müsste eigentlich in beide Richtungen sein. Wo man das jetzt hier so richtig schön nicht sieht, muss ich passen. Es ist in der Tat auch implausibel. Ja. Ja. Das macht es noch ein bisschen schlimmer, genau. Was ich dann halt gemacht habe, ich habe diesen Tastkopf abgeglichen, da gibt es so einen kleinen Drehkondensator, der ist irgendwo eingelassen, kleinen Schraubenzieher nehmen und einfach mal so lange drehen, bis dieses Bild gut aussieht, dass man ein richtig schönes Rechteck hat. Man kann jetzt nämlich auch in die andere Richtung falsch kompensieren und dann läuft das Signal so langsam hoch. Das will man auch nie haben. Dann sind die Flanken nämlich zu langsam. Ja, und nach dem Abgleichen habe ich das nochmal ein bisschen größer gezogen, habe ich dann genau das Signal, was ich haben möchte, was halt jetzt von 0 bis 3,3 Volt geht. Ja, war doof, hat mich irgendwie 1,5 Stunden gekostet, um hinterher herauszufinden, was die Messtechnik nicht im Griff. Ja, ich würde euch an der Stelle nur darauf hinweisen, man kann sowas abgleichen. Wenn man wirklich schneller messen möchte, sollte man das auch mal tun. Besonders, ich habe es hier nicht mehr drauf, genau. Verschiedene Oszilloskope haben verschiedene Eingangskapazitäten. Solange man immer nur eins hat oder immer gleiche, ist das okay. Wenn man die aber zwischen verschiedenen Oszilloskopen hin und her wechselt, muss man die jedes Mal neu abgleichen. Damit man sich nicht stundenlang mit irgendwelchen falschen Messungen aufhält. Gut. Yeah.